Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Tja, leider wurde der Anführer gekidnappt von einem großen Affen. Tja, und wir werden jetzt ihn versuchen zu retten. Moin. Hui. Donkey Kong, hallo. Oh. Okay, ich will auf den Affen drauf. Seht mich um. Hi. Hui. Okay, es war witzig. Es war echt witzig. Nein, nicht schon wieder. Au. Au. Aua. Was halte ich von dir? Das war klar. Ach, verdammt. Nein. Dann schmeißt du den Scheiß weg. Mann, wie kann das sein, dass er mich da drüben haut? Juhu! Zweites Zahnrad. Jetzt fehlt noch ein großes, oder? Nö. Ach so, das ist ja eine andere Station jetzt. Stimmt ja. Wo ist der Rest? Ach. Wish. Tammy, the second being from the Eastern Base has returned. I repeat, the Eastern Beam is back. Well done. Well done indeed. What? Maybe it was just a giant gorilla? Tammy, the world around us is a tough and unforgiving place. But we are robots, and we must fight to survive. You need to go south, to the shores of the White Sea. It is a bleak and frigid land, but there is no other way. We need to get the beam from the southern province. At first, Canny thought he might well take to the sea on a raft. It's a good thing Big Yor warned him of all the dangers at sea, and as an expression of gratitude for freeing his tribe from a Tumba, gave Canny a real air balloon. Dankeschön, macht's gut. As any self-respecting robot, Canny did not feel cold, but seeing the icebound shores of the White Sea willy-nilly gave him the shivers. Der macht Geräusche wie R2-D2. Entschuldigung, jetzt habe ich mal kurz was getrunken. Hui. Wölfies.
Also hier gibt es nichts irgendwie, was interessant sein kann. Das ist es, das ist jetzt richtig krass. Hier sind so viele Felsvorsprünge, wo irgendwo was sein könnte. Aber es kann auch einfach nur sein, dass ich paranoid bin. Oh! Ach du heiliger Kuhmist! Oh, Glück gehabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin... gefällt mir wiederum. 50 Kisten kaputt gemacht. Nein, ich will hier runterfallen. Dazu kämpfe ich immer zu hart, dass ich hier hochkomme. Aber hier oben ist irgendwie nichts großartig. Habe ich irgendwie das Gefühl. Sieht zumindest nicht so danach aus. Okay. Boombox! Nein! Niemals! Nicht ins Loch! Oh. Irgendwie auch wieder passend zur gradigen Zeit. Oben ist auch nichts. Machen wir also weiter. Oh. Eisschollen springen. Das macht natürlich wieder schön Spaß. Oh, die Eisschollen sind ja untergegangen. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Okay, dort oben ist auf jeden Fall was. Also dort geht's auf jeden Fall hoch. Da ist bestimmt auf der Spitze wieder was. Über Errungenschaften freue ich mich so richtig. Oh, das habe ich dir gar nicht vorgelesen. Das tut mir aber jetzt leid. Es gibt auch bestimmt hundertprozentig eine Errungenschaft, die werde ich beim ersten Mal durchspielen nicht kriegen, und zwar stirb nicht ein einziges Mal. Das ist auch so in einem anderen Teil gewesen. Ich spiele das Spiel durch und stirb nicht ein einziges Mal oder werde nicht ein einziges Mal verletzt. Es ist möglich. Ich sag's wirklich so. Es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Es ist hundertprozentig möglich, dass man hier nicht verletzt wird. Aber ich muss auch erstmal alles herausfinden. Wolfies. Aber ich muss auch gleich wieder
In 5 Minuten lege ich eine kurze Pause ein, beziehungsweise beendige ich die Folge, da ich eine Pause brauche. Wo bin ich jetzt? Ich bin ins Nichts gegangen und bin auf einer... Ui. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich wieder Eisschollenspringen machen. So, links oder rechts rum? Links oder rechts rum? Rechts rum. Ist dort oben was? Sieht aus, ob dort oben was ist. Oh, ich halte es kaum noch aus. So, ich mache erstmal die Gegend Wolf frei. Wolf sicher. Ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwie was ist. Huch! Sprengstoff! Da freut sich ja meine kleine Seele. Schön. Ich bin der Sprengmeister. Ja, der Sprengmeister. Scheibenkleister mit dem Sprengmeister. Ich hab doch dafür den Schein nicht bekommen. Okay. Wie komme ich da hoch? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich da... Ach so, oder? Kann man hier irgendwie hochspringen, hochklampen? Oder kann man mit den anderen, die da hinten rumliegen, kann man da irgendwie was machen, dass man das Ding irgendwie umnieten kann? Also sprengen kann? Glaube ich aber eher weniger. Komme ich dort oben ran? Ja, warte mal. In die Mitte. Flup. Rot und blau noch. Aber wie komme ich an blau ran? Blau ist relativ weit oben. Also muss ich anfangen mit Türmchen bauen oder irgendwie sowas. Rot ist links. Boah, dafür habe ich jetzt gerade echt jetzt nicht den Nerv. Aber ich werde mir jetzt noch was überlegen, um ans Blaue ranzukommen. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich mache jetzt mein kleines Päuschen und sage darum, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.